Willkommen zurück hier bei Valiant Hearts. Ja, ja, hör auf, mich uns so anzuschreiben. Ich muss mich auch erstmal umgucken. Gehen wir mal hier ins Zelt. Tabulator. Es gibt neue Sachen zum Durchlesen. Einmal Spionage und Aufklärung. Und Offensive am Chemin der... Da, ja, tut mir leid, wenn ich irgendwas Französisches hier falsch ausspreche. Es ist gar nicht so einfach. Naja. Was will der nochmal von uns? Soll irgendwie drei Personen oder... Ne, sind das Leute? Ja, irgendwie soll ich wohl drei Personen helfen. Ja, okay, ist halt da hin. Achso. Ja, alles klar. Schicke jetzt an die Front. Oh, wie der hier bepackt ist. So, das wäre dann schon mal die erste Quest in diesem Kapitel. Also nicht in diesem Kapitel, sondern in dieser Szene. Weiter geht's. Oh, Junge, dass die immer so ausrasten müssen. Ja, oh mein Gott, guckt euch die an. Das ist schon wirklich sehr unschön. Oh ne, jetzt rennt ja auch noch uns hinterher. Wo gehen wir überhaupt hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Die letzte Aufnahme ist schon wieder etwas her. Das ist immer so das Problem. Oh, 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 oh. Wieso haben wir eigentlich keine Maschinengewehre? Wir haben Panzer, aber warum haben wir keine Maschinengewehre? Oh, oh, oh. Eine magische Hand ums... Ach so, doch nicht. Das war das hier. Ich hab... Oh. Das war jetzt sehr unerwartet. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit und werde da hinten in der Ecke dann nicht angegriffen, aber das hat wohl nicht so ganz gestimmt und er hat mich noch getroffen. So, zusammen mit den Gefährten reisen wir jetzt zur nächsten Schlacht gegen den Feind. Jetzt noch nicht, jetzt! Das war knapp. So, und weiter geht's. Ich muss sagen, die Leute sind schon cool. Oh, oh! Gehört das jetzt? Ne, gut, ich dachte, das gehört zur Story, genau wie ganz am Anfang, wo er hier schon mal verletzt wurde. Oh nein! So, da holen wir den jetzt mal wieder zurück. Hä? Wo kommt das her? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie ist denn das passiert? Irgendwie, ich war hier in Sicherheit, aber wurde gerade getroffen. Woher auch immer. Wir versuchen es einfach nochmal. Gut. Hä? Was? Wie? Ich verstehe das nicht. Leute, ich weiß nicht, was ich hier gerade falsch mache. Oh Junge, ich habe keinen Bock, dass ich ständig wieder den Tod von diesen... Naja, nicht wirklich tot, aber... eben diese Szene anzugucken. Kann ich sehen, wie der Arme immer halb erschossen wird. So, und jetzt... passiert nichts. Sehr gut, sehr gut. Ich bin wohl einfach nur ein bisschen zu weit nach hinten gegangen. Und los, 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 los! Oh, gut, geschafft. Können wir die da oben eigentlich auch frei buddeln? Nee, geht nicht, verdammt. Deckung bleiben und hoch, hoch. Oh, was ist mit dem passiert, der Arme? Das ist sehr gut inszeniert, wirklich.
Oh, kaputt. Nein, oh. Das ist aber auch schwer hier. Ich dachte, wir hätten jetzt die deutschen Truppen fast zurückgedrängt. Wieso verlieren wir immer noch so stark? Gut, wir haben es geschafft. Wir sind unter der Deckung und weiter geht's. So, laufen wir gleich mal wieder hinter das Ding. Oh nein, 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 nein! Ja! Ich hab's geschafft! Das war jetzt ein totaler Zufall. Ich habe einfach nur irgendwas getan. Aber guckt euch die armen Leute hier an. Die so verletzt wurden. Da gucke ich gleich mal im Tagebuch nach, ob es was Neues gibt. Nee, nicht wirklich. Was Neues gibt's nicht. Gut, dann können wir ja gleich mal weitermachen. Oh, Junge, es sind so viele Leute, die hier mit dem Maschinengewehr rumballern. Das ist ja unnormal. Vorsichtig, wir dürfen nicht auf die Munition. Oh, ganz knapp. Nein! Ah, das wird nichts mehr. Oh, doch! Huh! Schafft! Willst du mich verarschen? Boah, was war? Anspruchsvoll, also anspruchsvoller als die anderen. Was zum Teufel ist das denn? Das ist ja wie bei 300, als sie diese eine Mauer aufgebaut haben mit den Leichen der Perser. Das ist ja mal brutal. Also das hätte ich gar nicht erwartet jetzt. Also das ist an sich schon recht krass gemacht, das Spiel. Aber das ist ja mal... Ach, das schließen sich jetzt an. Hä, wie... Wie schaffen die es eigentlich? Ja gut, ich bin tot. Das interessiert einen schon fast gar nicht mehr. Aber ganz ehrlich, wie schaffen die es denn, dass die alle übereinander liegen? Wie kriegen die das hin? Oh, achso, gut. Puh, das war knapp. Sehr knapp. Da ist ja noch einer. Aber ich habe langsam keinen Bock mehr auf dieses Level hier. Ganz schön. Oh, was war das denn? Ah! Oh, knapp! Knapp! Weg da! Puh! Schafft! Oh, achso! Weg! Noch weiter! Nein! Oh, der Sprengmeister ist gestorben, oder zumindest fast gestorben. Ja, ich mag diesen Anführer nicht, ehrlich. Ja. Was? Der ist wirklich tot? Oh, nee. Mann, ich hasse es, wenn man hier so ein paar Freunde hat, mit denen man dann los in den Krieg zieht und die dann sterben. Ich meine, die anderen Leute, die sterben, vor allem dieser große Leichenhaufen, das ist ja auch kein schöner Anblick, aber die ganzen Leute, die kennt man ja wenigstens nicht. Ah, nein, nein. So, gut, huh, knapp. Oh, das ist aber wirklich sehr spannend jetzt. Das ist eine ganz neue Herausforderung hier. Ah, oh, vor allen Dingen, wie die Special Effects nicht gemacht wurden. Ah, oh, schon wieder. Der rennt einfach durch, ich werde tot. Huh, was war das? Ich bin tot. Verdammt. Das sieht man gar nicht. Oh, guck dir da, das sind Leichenteile. Körperteile. Und ich bin schon wieder tot. Mein Gott. Naja, nicht hoch. Nicht hoch. Oh, Junge, es geht doch nicht. Also, die ganze Zeit
ist das einzige Problem gewesen, dass ich hier mal irgendwas übersehen habe und deswegen nicht weitergekommen bin. Und jetzt auf einmal wird es übelst heavy. Ja! Ja! Nein, 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 runter, runter! Meine armen Pfeiltasten hier. Ist es nicht bis zu hohe Munitionsverschwendung, Leute? Nein! Willst mich da jetzt rollen? Ich bin gerade durchgekommen! Ah, verdammt. Oh, das war knapp jetzt. Ist das nicht aktiviert worden? Das war jetzt gut. Runter, runter. Und hoch, hoch, hoch. Jetzt hoch. Ich darf nie vergessen, immer die einen Tasten. Jetzt durch, los, los. Oh, das war aber auch knapp. Nein! Oh, bitte sag, dass du ein Safe Game hast. Oh gut, ich dachte, ich muss mich da jetzt nochmal durchbuddeln. Das wäre aber auch die Krönung gewesen. Oh, wie die das gemacht haben. Das ist einfach nur krass. Das andere kann ich da gar nicht mehr so sagen. Ubisoft published, ne? Muss ich mich nochmal genau informieren über das Spiel. Aber wir sind ja schon am Ende des Let's Plays. Hä, hey, wieso man den Ba... Achso, der macht das wohl. Och man, oh. Was ist das denn? Ach, ein Helm eigentlich. Gut, ich hab schon gedacht, das soll ein Gehirn sein. Das wäre ein bisschen krass. Oh, wir sollen jetzt anschieben. Oh, cool. Oh, so viele Leichen, das ist... Oh, ich glaub's nicht. Oh. Ach so. Wir sollen jetzt also anhalten rechtzeitig. Gut. Stopp! Nein! Oh, ich dachte, wir schaffen es noch. Vor allem, warum nur wir getroffen werden, das frage ich mich auch. So, gehen wir jetzt mal ganz chill durch. Nein! Ja, stopp! Halt, hier ist was. Was? Nein! Was war das denn? Ich hatte irgendwas blinken gesehen, das wollte ich jetzt aufheben. Sorry, das war jetzt echt Zufall, dass ich durchgekommen bin, ohne hier getroffen zu werden jetzt. Aber irgendwas hat da geblinkt, deswegen das wollte ich aufheben. Aber dann ist der einfach... verdammt, ich bin doch blöd. Also dann ist der, hat er einfach losgelassen und das Ding ist weitergerollt. Das habe ich jetzt gerade nicht so überdacht. Das schaffen wir! Ja! Yeah! Wir haben es geschafft. Mal gucken. Alter, das ist echt besser als jede Dokumentation. Oh mein Gott! Die generell sind immer guter Laune. Die können ich gleich mal in die Fresse schlagen. Wirklich. So eine Wut staut sich bei mir an hier, wenn ich das Spiel spiele. Oh, jetzt reicht. Oh, ich wollte gerade den mit der Schaufel mal eins überziehen. Oh, Junge, der kann die doch nicht loslaufen lassen, wenn die gerade im Dauerfeuer sind. Na endlich! Der Hieb war tödlich.
Endlich! Meine Wünsche gehen in Erfüllung. Die Novelloffensive war ein Blutbad, ein Gemetzel. In den französischen Infanteriedivisionen brachen Meutereien aus und die Offensive wurde abgeblasen. Emil wurde mit den anderen Meuterern verhaftet und wartete auf das Militärtribunal. Die Kriegshunde teilten als treueste Freunde des Menschen den Alltag und das Schicksal der Soldaten. Sie überbrachten Nachrichten, retteten Verwundete, räumten Minen und scheuten bei der Erfüllung ihrer Pflicht kein Opfer. Spielen wir jetzt die Schone wieder? Also, wir sind wieder bei mir, Sumpf. Gut. Ich habe nämlich schon mich gefragt, wie es jetzt weitergeht mit diesem, ja, mit Emil. nee, Quatsch. Karl heißt er. Genau, Karl. So, die haben wir ja auch lange nicht mehr gespielt. Wir gehen erstmal in die Richtung. Ist da was? Nope. So, wohin nur? Ja, so richtigen Emo-Style. Man sieht überhaupt nicht ihre Augen und sie sieht dadurch natürlich auch nichts. Ach ja! So, das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Das wird bestimmt jetzt auch übelst schwer. Da! Ah. Ja, was? Was? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Krankenwagen holen. St. Miel. Oh, der letzte Akt ist ja sowas von Nerven aufreiben. Ah. Oh, der arme Junge. Das ist wirklich gar nicht so einfach. So. Zack, 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 zack. Das ist ja einfach. Nein! Aber wie blöd bin ich eigentlich, das letzte nicht hinzukriegen? Achso. Oh, der Junge, der weint immer noch. Hey! Was? Wo? Wer? Achso, raus. Gut. So, also bevor wir, das ist ja übelst der Cliffhanger, aber tut mir leid, sonst wird die Folge noch in die Überlänge gehen. Ihr seht's ja eh gleich in der nächsten Folge, nachdem ich das hier aufgehoben habe. Und zwar von, Valiant Hearts, wenn wir dann Karls Leben retten. Bis dahin, auf Wiedersehen.